Gerade wenn ich wirklich für Eishockey bekannt ist, umso erstaunlicher sind seine Fähigkeiten. Und die, die dem Trainer zu verdanken, der heisst ist das doch? Ich selber auch kein Spiel mehr sein. Boi, gut schon! Hey, Boi! Dort hat er eine Hockeyschule aufgebaut und er ist aufgefallen durch seine unkonventionellen Trainingsmethoden. Mittlerweile ist der Boris Doroschenko und gefragt Mann, okay, der Mann, der in Phoenix hat, den Patrick Fischer kennengelernt. So ist ein Kontakt zum EV Zug entstanden und Zug hat den Boris Doroschenko den Sommer für 2 Wochen verpflichtet. Ja, damit die Schweizer Spieler seine Übungen auch verstehen, hat er 2 Talente aus Mexiko mitgebracht. Patrick Fischer, Schweizer NHL-Spieler. Hector und José, Talente aus Mexico City. 2 Wochen trainiert Doroschenko zusammen mit seinen Vorzeigejunioren den EV Zug. Mit dabei NHL-Spieler Patrick Fischer. Und das sieht dann jeweils so aus. Die top ausgebildeten Talente zeigen eine Übung vor. Patrick Fischer versucht es nachzumachen. Nicht ganz so einfach. Der Ukrainer Boris Doroschenko lehrt Übungen, die Eishockey-Profis wie Patrick Fischer gar nicht kennen. Technik, Balance und Geschicklichkeit, enge Scheibenführung und eindrücklicher Kanteneinsatz. Der Unterschied im Vergleich zu den Junioren ist markant. Ich weiß, dass Schlittschuhläufen besser werden und das ist die ideale Lösung. Er macht einfach russische Schuhe, also wirklich Schlittschuhtechnik, sehr viel mit den Kanten. Es kommt viel um Balance und um Geschicklichkeit auf mich. Das ist sehr wichtig. Patrick? Übersetzen, explosivartig direkt in die Übung finden. Gelernt umgesetzt vom 13-jährigen Hector. Der NHL-Profi mit jahrelanger Erfahrung auf dem Eis bekundet Mühe. Ein Beispiel, das zeigt, woran es Patrick Fischer und den meisten Schweizern noch mangelt. American Boys, Canadian Boys, die amerikanischen und die kanadischen Spieler sind viel aggressiver und explosiver auf dem Eis. Die Schweizer sind zwar gute Athleten, aber sie brauchen noch viel, viel mehr Explosivität während des Spiels. Kleine, aber wichtige technische Feinheiten, schnell umschalten, daran will Patrick Fischer noch arbeiten, um in der NHL erfolgreich zu sein. In gewissen Situationen ist, braucht man es und plötzlich hilft es und ist vielleicht schneller am Böck und ja, habe ich es gut nicht. Besonders der NHL, dort sind die Spieler in der Zwischensaison selber für ihr Trainingsprogramm verantwortlich. Patrick Fischer trainiert dann auch in den kommenden Wochen beim EV Zug und erholt sich tanto Vladimir Jozinov, Trainer von den Kloten Flyers. Und bis zum Saisonstart geht es ja noch einen Moment. Bis zum Spiel vielen Dank auf SF2. Sie haben gesagt, der Patrick Fischer.